Hallo und herzlich willkommen. Der FC Chelsea steht am Programm, also Part Nummer 19 mittlerweile. Ja, ich habe euch den Wechsel versprochen, vor allem weil das Angebot irgendwie sowas von cool war. Finde es absolut genial, dass wir da genommen worden sind. Und jetzt, ja, wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, wie wir das alles planen werden. Wir sind jetzt Mitte November. Und wenn man jetzt hier reinschaut, wo sehe ich das? Kalender, hier haben wir es. Dann haben wir natürlich noch einiges zu tun und wir haben das erste Spiel gegen Sunderland. Sehr interessante Partie gleich. Und ja, wir haben hier auch im Dezember, seht ihr, noch einiges zu tun. Also bis wir bei der ganzen Transferphase sind und unseren Kader planen können, wird noch einiges an Zeit vergehen. Ich möchte das Ganze allerdings unbedingt mit euch machen. Das heißt, ich werde jetzt mal in diesem Part, ja, werden wir nicht spielen selbst, sondern wir werden einfach mal den Kader des FC Chelsea anschauen. Mal schauen, in welche Richtung wir uns bewegen, auf welchen Positionen wir ja, das eine oder andere vielleicht noch ändern müssen. Und da bitte ich euch dann auch bitte Vorschläge zu bringen, einfach Kommentare, damit ich ja dann auch Spieler holen kann, die ihr gerne beim FC Chelsea sehen würdet. Grundsätzlich fangen wir mal mit dem Teammanagement an, gehen wir mal rein. Von der Formation her würde ich dabei bleiben, das 4-2-3-1 ist für Chelsea, denke ich, die perfekte Formation. Und ja, wie fangen wir am besten an? Courtois, der ist absolut gesetzt, absolut genialer Torhüter. Wir haben Peter Cech noch auf der Bank, da ist die Frage, da hätte ich gerne eure Meinung, ist es sinnvoll, zwei solche Torhüter zu haben oder soll man vielleicht Peter Cech abgeben? Ich finde ihn extrem cool und mag ihn sehr gerne, deswegen würde ich ihn eigentlich sehr ungern abgeben, aber andererseits kosten beide natürlich sehr viel Gehalt und Courtois ist mit seinen jungen 22 Jahren und 86 Stärke natürlich jetzt schon einer der besten Torhüter der Welt und wenn der sich hier noch weiter verbessert, dann ja, wird er auf jeden Fall der Beste sein. Und ansonsten, wenn man uns hier so den Kader ansieht, wir werden eine Viererkette haben und da ist Ivanovic verletzt und Terry verletzt. Bevor wir jetzt planen können, müssen wir mal schauen, wie lange die verletzt sind. Das können wir auch unter anderem hier schon, da haben wir Terry. Nee. Falsch. Bei den Transfers, beim Verkaufen müssten wir es sehen. Ordnen wir mal nach Positionen. Da haben wir Terry. Okay, Terry hat ein überdrehtes Knie, ist in einem Tag wieder fit. Das ist mal kein Problem. Ivanovic ist Rechtsverteidiger in dem Spiel. 4 Monate Kreuzbandriss. Oh oh. Ja, mit 30 ist so unsere Überlegung. Da würde ich gerne jemanden holen. Da würde ich auf jeden Fall jemanden holen. Schauen wir mal, was wir sonst noch so im Kader haben. Sonst haben wir nämlich keine Verletzten, was ich bisher so gesehen habe. Sieht alles gut aus. Ja, rechts hinten brauchen wir jetzt auf jeden Fall wen. Azpilicueta ist eigentlich Rechtsverteidiger gewesen. Kann beides spielen. Daher würde ich ihn einfach auf rechts tun und auf links dann Philippe Luis. Das ist eh perfekt. Der kam im Sommer von Atletico Madrid. Ist zwar schon 29, aber auch wenn man sich die Werte hier anschaut, absolute Weltklasse. Also wenn wir ihn auf der Position haben, ist richtig cool. Und dann werden wir wahrscheinlich im Winter noch einen Außenverteidiger brauchen. Hier, das müssen wir mal umordnen. So, Innenverteidigung. John Terry wird eben in einem Tag wieder fit und Gary Cahill ist für mich auch gesetzt, weil er ja einer der besten englischen Innenverteidiger ist, die es gibt zurzeit. Und wenn wir schon mit einem englischen Verein spielen, dann sollten wir schauen, dass zumindest der ein oder andere englische Spieler dabei ist. Fabregas auch absolut gesetzt. Der bringt in echt unglaubliche Leistungen für Chelsea. Hat schon so wahnsinnig viele Torvorlagen gegeben diese Saison. Ist die Frage, ob wir ihn nicht vielleicht weiter offensiv einsetzen. Aber momentan passt das eh ganz gut. Neben ihm haben wir Nemanja Matic, den ich grundsätzlich eigentlich ganz gerne mag. Problem ist, dass es halt so ein Spielertyp ist. Ja, 1,94 groß. Er ist sehr robust, aber auch sehr langsam und unbeweglich. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich sonst eigentlich gerne hätte auf der Position. Da wäre natürlich Ramirez perfekt und genau den haben wir im ja, zum vorigen Verein, also zu Stoke, gekauft. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Bis zur Winterpause können wir auf jeden Fall Matic spielen lassen. Dann gibt es noch Mikel, der ist eigentlich vom Spielertyp her sehr ähnlich, aber schwächer. Und dann hätten wir Van Ginkel. Der wird mir sehr gut gefallen. Der ist aktuell, glaube ich, in echt verliehen an den AC Milan? Ich hoffe, ich täusche mich nicht, aber ich glaube. Der wäre natürlich eine Überlegung. Den könnte man aufbauen, da er erst 21 Jahre alt ist. Das passt dann auch sehr gut. Dann haben wir das Mittelfeld. Links Eden Hazard mit 88 Stärke ist es natürlich, vor allem in so jungen Jahren. 23 ist er erst, ist er absolut gesetzt.
Spezialitäten Dribbler, Akrobat, angeschnittener Schuss, Flair, das ist richtig klasse. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Im Zentrum Oscar gefällt mir auch wahnsinnig gut. Finde ich total cool, den Typen. Spielt sich auch sehr gut in FIFA, würde ich auch gern behalten. Und dann einmal rechts, das ist jetzt die Frage, Willian oder Schürrle? Ich bin eigentlich für Schürrle, muss ich sagen. Aber Schürrle hat natürlich einen riesen Vorteil, wenn man den von der Bank bringt. Der ist halt so ein richtiger Joker, das ist in echt so. Und im Spiel war es bisher bei mir auch so, weil ich ja Chelsea schon gespielt habe. Ist die Frage, vom Alter her, ja, ist Schürrle, glaube ich, 23 erst, 24, okay. Willian ist 2 Jahre älter, dementsprechend, ja, geben wir mal dem Jüngeren die Chance, also Schürrle, das passt eh. Und vorne ist Diego Costa für mich persönlich gesetzt, weil sich der Typ einfach so klasse spielt hat. 90 Abschluss, alleine das ist natürlich schon sehr heftig. Und ja, mit dem werden wir sicher oft treffen. Ist so ein Stürmertyp, der mir irrsinnig gut gefällt. Dann haben wir auf der Bank Drogba und Torres. Torres ist mittlerweile ja schon wieder in Madrid. Das ist jetzt zum Let's Play natürlich blöd, aber da ich Torres sehr gerne mag, bin ich jetzt nicht traurig, wenn er noch da ist. Und dann haben wir Didier Drogba mit seinen 36 Jahren. Bin ich neugierig, wie er sich spielt. Dann haben wir Mikel und Van Ginkel auf der Bank. Da werden wir vielleicht einer von den beiden runter tun. Eher noch Mikel. Und dann haben wir Kurt Zouma. Der kam aus Frankreich. Ups, verklickt. Kurt Zouma kam aus Frankreich irgendwo im Sommer. Bin mir jetzt allerdings nicht mehr sicher, wo. Toulouse eventuell. Bin mir nicht ganz sicher. Spielt sich auf jeden Fall stark und ist erst 20 Jahre alt. Also 20 Jahre, 74 Stärke, das ist schon ganz in Ordnung. Und dann haben wir Peter Cech. So, jetzt schauen wir mal, was wir unten noch haben. Marc Schwarzer, der ist mittlerweile 42 Jahre. Als dritter Goalie voll okay natürlich. Planen wir aber nicht mehr mit ihm. Delac. Der sagt mir auch irgendwas. Dann haben wir Salah. Ehemalige FC Basel. Starker Spieler, Flügel sind wir natürlich sehr gut besetzt, aber wir werden ihn auf jeden Fall brauchen. In England haben wir eh so viele Spiele. Dann gibt es Chalobah, den habe ich im Sommer sogar schon mal live gesehen, weil er mit Chelsea mit war in Österreich. Davila, den kenne ich gar nicht. Dann Nathaniel Ake, den habe ich auch live gesehen. Auch ein ja, sehr interessanter Spieler. Todd Kane. 79 Antritt ist für einen Außenverteidiger schon mal nicht so langsam. Den werden wir sicher mal probieren, gerade wenn wir in der Verteidigung eh so Probleme haben. Dann nochmal Patrick Bamford. Der ist, ja, Abschluss hat er 72. Ansonsten sehr großer Stürmer, 1,89 groß. Izzy Brown, erst 17 Jahre alt. Ich kenne die ganzen Vornamen von den Chelsea-Spielern, deswegen, ja. Loftus-Cheek. Baker, das sind eher schwache Spieler. Musonda, das sind jetzt Spieler, mit denen wir nicht unbedingt viel anfangen können. Und da werden wir uns sicherlich von dem einen oder anderen trennen. Christensen habe ich sehr cool gefunden. Der war, ich glaube, der war schon mit 16 bei Chelsea, wenn ich mich nicht täusche. Oder 17 auf jeden Fall. Hat sich aber leider nicht wirklich weiterentwickelt. Was ich ein bisschen schade finde. So. Aber sonst von der Aufstellung her würde ich das jetzt so eigentlich sogar lassen. Ich würde vielleicht noch wen anderen mitnehmen. Überleg nur gerade wen. Chalobah nehmen wir mit. Statt Mikel, dann haben wir noch einen Offensiven fürs Zentrum. Wobei Willian das natürlich auch alles hier abdecken kann. Gut, Formation, für die haben wir uns eh schon entschieden. Die Rollen, Kapitän Terry, Freistöße würde ich eigentlich Hazard schießen lassen. Wenn ihr euch die Highlight-Videos auf unserem Kanal anschaut, dann werdet ihr auch sehen, wie viele Freistoßtore ich mit ihm schon gemacht habe. Das ist ja unfassbar auf jeden Fall. Linke Ecke soll der linke Mittelfeldspieler machen und rechte der rechte. Wir müssen die nicht ganz so weit gehen. Und wir gehen auf hoher Druck, würde ich sagen. Und dann werden wir mal schauen. Dann ist das Teammanagement mal komplett. Und dann gilt es auf jeden Fall noch ein bisschen weiter zu schauen. Und zwar, was müssen wir noch alles machen? Die Verträge. Da laufen einige aus. Gary Cahill möchte ich natürlich gleich verlängern. Ein Jahr nur ist mir ein bisschen zu wenig. Ich probiere es mal mit zwei. John Terry möchte ich auch verlängern, da passt ein Jahr, da will ich ehrlich gesagt nicht länger. Drogba, natürlich irrsinnig cool, aber mit 36 Jahren, weiß nicht. Stammspieler müssten wir eben sagen, das interessiert mich auch nicht. Musonda ist mir zu untalentiert, Oscars Vertrag läuft auch aus, da müssen wir auch schauen. Bamford von mir aus, das können wir machen.
So, Oscar, wie gesagt, unbedingt essentieller Stammspieler. Ich hoffe, dass wir ihn verlängern können. Schwarzer mit seinen 42 Jahren würde ich sagen, lass mal auslaufen. Und dann haben wir eh nur noch längere Verträge. Zwecks Verkäufen, beziehungsweise wie sieht es mit Laien aus? Thorgan Hazard, Pearson, Kalasch, Marin, Moses, Bertrand und ihr seht schon in der Mitte bei der Gesamtstärke, das sind richtig starke Spieler, die wir hier verliehen haben, die dann nächstes Jahr zurückkommen. Also da haben wir einen hammermäßigen Kader und wenn ihr oben schaut, Transferbudget, wir haben unglaubliche 70 Millionen. Also da ist natürlich viel möglich und je mehr Vorschläge ich von euch bekomme, desto mehr kann ich natürlich umsetzen. Also bin ich auf jeden Fall dankbar. Ja, zwecks Torhüter, wenn wir mal schauen. Schwarzer werden wir versuchen zu verkaufen. Vielleicht können wir noch Ablöse für ihn kassieren im Winter. Delac würde ich auch verkaufen. Dann haben wir genau zwei starke Torhüter. Ob das jetzt zu stark ist oder so, das müsst ihr dann wirklich bitte dazu kommentieren. Die Innenverteidigung, da haben wir viele Spieler. Da würde ich momentan noch gar nichts machen. Ich meine, wir müssen so und so warten, bis das Transferfenster sich wieder öffnet. Aber das passt schon so. Ivanovic würde ich gern verkaufen. Einfach weil er noch ziemlich lange ausfallen wird. Und wenn wir jetzt in 1,5 Monaten wieder wenn das Transferfenster wieder offen ist, dann können wir auf jeden Fall noch Geld mit ihm machen, obwohl er jetzt verletzt ist. Das ist ganz angenehm. Ansonsten mit Salah eigentlich, ja. Wollte ich gerade sagen, könnte man auch verkaufen, aber 4,5 Millionen finde ich, der ist schon mehr wert. ZDM, Mikel können wir verkaufen, meiner Meinung nach. Weil ich brauche, also wenn ich mit Matic einen so einen robusten ZDM habe, reicht mir das. Loftus-Cheek ist zu schwach eigentlich. Ah, zu heftig, schaut euch die Werte an. 75 Stärke. Und der ist aber erst 22 Jahre alt, also das ist natürlich auch heftig. Baker ist zu schwach. Und dann haben wir Davila, den finde ich nicht so uninteressant. Der ist jetzt zwar schon 23, aber okay. Und Stürmer, ja, Drogba, Torres, Izzy Brown werden wir verleihen. Und weiß nicht, ob wir da vielleicht noch wen abgeben werden. Ansonsten von den Scouting-Aufträgen lösche ich die jetzt mal, die da vorgegeben waren. Und dann gehen wir mal auf. Wie machen wir das? Ne, nicht offensives Mittelfeld, so alle. Stammspielerqualität, maximales Alter 31 und der Vertrag soll auslaufen. Und dann werde ich noch schauen wegen Außenverteidigern. Das steht hier als Innenverteidiger, das ist ein bisschen bescheuert gemacht, aber stimmt auf jeden Fall. Temporeich, Stammspielerqualität, Vertrag und so weiter ist egal. Dann werden wir schauen, dass wir da noch jemanden statt rechts hinten Azpilicueta holen. Wenn wir Ivanovic auch noch verkaufen, kann man Azpilicueta auf die Bank tun. Ja, Alaba wäre ja was. Wobei wir eher jemand rechts hinten brauchen, aber kann man ja umstellen. Das ist ja nicht so ganz so tragisch. Ansonsten Jugend haben wir gar keine hier. Und dann können wir noch schauen, wie das jetzt so aussieht. In der Tabelle allgemein führt Stoke. Also da haben wir Stoke hingebracht. Und wir beide, also Stoke und Chelsea, sind die einzigen Mannschaften, die erst einmal verloren haben diese Saison. Auch nicht schlecht. Was gibt es noch hier? Können wir uns den FA Cup? Okay, da fand noch nichts statt. Capital One Cup. Sind wir rausgeflogen gegen Arsenal. Und dann hätte ich noch ganz gerne die Champions League. Wobei es sein kann, dass wir da gar nicht vertreten sind. Wenn der Flo und ich. Ja, scheint so, dass der Flo und ich ausgewählt haben, dass es im ersten Jahr noch keine internationalen Spiele gibt. Wenn das so ist, dann können wir den Kader auf jeden Fall in der ersten Saison noch ziemlich verkleinern. Aber da müssen wir schauen. Jedenfalls, ja, reicht es jetzt mal für mich für diesen Part, für den Umbau. Ich gehe gleich mal auf Weiter. Und was ich von euch dann eben, wie gesagt, haben möchte, sind einige Vorschläge, wen ich kaufen soll. Und jetzt haben wir auf jeden Fall noch Zeit bis zur Transferphase. Dementsprechend können wir das noch nutzen in den Kommentaren, können miteinander quatschen quasi, welche Spieler wir holen werden. So, Patrick Bamford möchte eine wichtigere Rolle im Verein spielen und hat deswegen das Angebot abgelehnt. Ja, wir können sporadischer Spieler sagen, von mir aus. Ich will ihn nur nicht herschenken. Oscar hat verlängert, Terry hat verlängert, Cahill hat verlängert. Und in England haben wir niemanden gefunden, dafür in Deutschland. David Alaba, das wäre im Stammspieler Außenverteidiger. Und dann haben wir Huntelaar, dessen Vertrag ausläuft.
Und wann der Vertrag läuft aus, wären beide natürlich eine Überlegung, wenn man sie schon gratis bekommt. Müssen wir dann schauen. So. Dann haben wir das erste Spiel aus jetzt gegen Sunderland. Nachrichten von Spielern. Salah möchte spielen gegen Sunderland. Deutschland abgegrast, da haben wir niemanden mehr. Bamford hat den Vertrag verlängert. Und aktuell ist aus Italien. Chiellinis Vertrag läuft aus. Das wäre natürlich ein Hammer-Innenverteidiger. De Jong muss ich nicht unbedingt haben als DM. Aber wenn er gratis ist, können wir uns das natürlich auch überlegen. Ja. Aber bitte eure Meinungen gerne in die Kommentare, weil, ja, wie gesagt, wir haben noch genug Zeit. Und ich bemühe mich auf jeden Fall, Spieler für euch auch zu holen. Gut, das war's aber auf jeden Fall jetzt mal von mir. Und im nächsten Part werden wir dann gegen Sunderland spielen, Part Nummer 20. Dann würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Bis bald, liebe Leute. Ciao.